Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir haben ja in der letzten Folge... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Warte mal. Bin jetzt selber so ein bisschen lost. So ein bisschen lost. Weil, sag mal, ich bin leider, muss man sagen, in Quarantäne. Ich habe Corona. Aber... kann glücklich sein, durch die Impfungen habe ich wahrscheinlich keinen schweren Verlauf bekommen. Was natürlich super cool ist. Und was ganz um Ordnung natürlich um einiges schöner macht. Ja, aber ist jetzt leider so. Ah genau, wir haben letzten Mal das Kuh-Ei bekommen. Und TB hat mal wieder geschrieben, der blaue Slimy Dirt ist besser als der grüne. Ja, okay. Ist es gleich, aber aktuell ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Also ich glaube nicht, dass ich die so unbedingt brauche. Einen roten, den wir noch einmal pflanzen können. Was ich gerade sehe, ist, dass der Pinke zum Beispiel hier gefühlt gar keine Saplings bringt. Der bringt nur Slimeballs. Wie habe ich den nochmal gemacht? Mit Destabilized Redstone. Okay, das sollte ich aber nur sonst nochmal hinkriegen. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Und dann tue ich da ein paar Blue Slimes nehmen. Dann nehme ich davon 3 Stück Blue Slime. Und... dann sollte ich von denen auch noch 3 Stück kriegen. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Wir haben hier unsere Construction hier. Dann holen wir uns schnell Redstone. Redstone, nehmen wir da 3 Blöcke sollten reichen, denke ich. 2 Blöcke voll. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch ein Bucket. Ein Bucket und dann noch Blue Slime 3-mal. Und wenn wir das so schön kombinieren, dann sollte das auf jeden Fall passen. Jetzt hat er sie aufgefüllt. Ist schon mal weit. Zack. Dann haben wir auf jeden Fall nachher genügend von denen. Das wird doch sicher reichen. ...700 fehlen! What? Okay. Redstone. Ich habe so das Gefühl, das müssten bestimmt 3 sein. Sind das jetzt 300? Perfekt. Genau, abgezählt. Und dann passt es auch wieder. Will ich zurückschicken und nehme die Saplings und bauen die noch schnell oben an, damit der Prozess natürlich auch sich dementsprechend anpasst, wie er sein soll. So. Sollten hier auch gleich die kleinen Slime-Bäumis rausgucken. Perfekt. So. Genau, hier haben wir Sugarcane überall angebaut und hier hinten haben wir die Emerald Saplings drin. Und hier habe ich dann noch hier Nickel angebaut, hier habe ich Copper angebaut. So, jetzt hätte ich nochmal gerne meine Achievements. Das sind die Fertilized Soils. Ein Blue Mulch. Wollen wir gucken, wie Blue Mulch geht? All the trees. Was ist das hier? Stay hydrated. Use Hydrogel to take the place of water in the middle of a farm, okay.
craft any of the diagonal fences from friends fence overhaul. Okay. Fertilized soil. Ich will halt gerne doch travel to the lost city. Das sind so Uranium und alles. Travel to any sized compact machine dimensions. Create the dimension using the miniature field projector. Use the personal shrinking device to enter the dimension. Okay. Need a mint. Enter Twilight. Das ist so wahrscheinlich so Endgame. Das erste haben wir fast durch. Was für ein Hodgepodge. Unter Bacon Sampling und der Donut Sampling fehlen uns rein theoretisch hier noch. Dann hätten wir das schon mal durch. Da fehlen uns natürlich noch mehr. Da müsste ich halt noch ein bisschen was craften sozusagen. Aber ich würde halt gerne doch Applied Energy. Ich weiß, euch nervt es, aber ich will Applied Energy Sticks. Ich liebe Applied Energy Sticks. So, und dafür brauchen wir, wenn wir jetzt hier wieder zu dem Beginn ME Interface. Crystal Merlin haben wir natürlich. Logic Processor. Glaube ich, den haben wir sogar schon gemacht. Ich weiß gar nicht, wo war denn zuletzt? Hier, glaube ich, ne? Habe ich den nicht schon. Ich habe es schon ehrlich gesagt vergessen. Ehrlich, das ist brutal. Aber ist das, ich will jetzt Dimensions ausprobieren. Die gehen wir wieder runter. Ich habe hier schon einen Kuchen stehen. Was ist Hunting? Hunting Dimension Cake. Was fehlt denn da noch? Was fehlt mit dem Cake? Schaut so nach Milch aus irgendwie. Aber einen Weg habe ich doch, oder? Sogar drei Buckets. Was macht denn ein Cake? Was ist denn der Hunting Dimension? Ah, die Swords fehlen mir noch. Machen und dann Hunting Dimension. Will ich wissen, was da passiert? Ah, scheiß drauf. Gehen wir mal in die Hunting Dimension. Okay, wo zur Hölle bin ich? Jetzt ist hier auch Tag oder will ich da runterspringen? Sollte man es probieren? Ah, gehen wir kurz zurück. Nehmen wir unsere Kiste. Hello Home. In der Kiste ist doch sicher nichts mehr drin. Da ist noch sehr viel drin. Shit. Ich wollte die Kiste einfach so verwenden, sozusagen. Das ganze Zeug, was ich aktuell nicht brauche, da reinschmeißen kann. Dann habe ich sozusagen so eine Backup-Kiste. Irgendwas aktuell, das, was ich zum Beispiel wie das hier zum Beispiel, das ist ja aktuell so eine Sache, die einfach mal alles, was wichtig ist oder was ein bisschen mehr wertvoll hat, weil die Diamantsachen sind ja nicht wertvoll. Wollte gerade sagen, ein bisschen buggy ist es schon.
Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Okay, für was ist die Hunting der Menschen? Das ist Alarm. Okay. Das ist natürlich wieder wie den Kuchen gespawnt. Hunting der Menschen Cake. Okay. Den check ich noch nicht ganz. Kommen da irgendwelche Monster geflogen in Zukunft oder. Okay, googeln. Google Cake. Was haben wir noch? Twilight Forest Cake. Ich brauche mehr Milch. Warum bin ich in meine Reihen wieder drin? Dafür haben wir da oben so eine schöne Kiste voller Kühe. Hallo Küchen. Wir brauchen mal ein bisschen Milch. Deswegen brauchen wir ein paar Buckets. Ich saug dich jetzt raus, mein Freund. Yes! So, okay. Ich sollte vielleicht auch was essen, ne? Ich hab da bestimmt noch ein bisschen Bread rumliegen, oder? Sogar Toasted Bread. Geil. Das halte ich erstmal schön nach oben. Wir gehen hier wieder mal nach hinten. Diamantschwert, Axt, Spitzhacke, Schaufel. Oh. So. Dann können wir wieder. Ah, schauen wir erstmal noch, wie viele Eier wir mittlerweile haben in unserer Eierfabrik. Sechs Eier hätte ich noch gerne. Und ich habe gerade das falsche Ding weggeschmissen. Normalerweise kommt die so wieder. Aha. Remote. So, okay. Dann machen wir Cake. Soll ich erstmal einen normalen Cake nochmal machen? Cakey Cakes. Haben wir ein paar Cakes mal auf Vorrat. Also jetzt reicht es eh nicht mehr aus. So, und dann gehen die Cakes mal hier rein. Twilight Cake sollte ich zum Beispiel machen können. Gut, jetzt. Ah, scheiße, das wollte ich nicht Cake. Ich würde noch gucken, was haben wir dann hier noch. Wir haben noch die Lost City Cake. Terracotta, Iron Bar, Bricks. Und Brewing Stand zum Beispiel. Oder Chocolate Cake. Achso, Chocolate Cake. Okay, das ist ein Oreo Cake. Cheesecake. Nether Cake. Was bist du dann? Nether Cake. Und du bist auch Nether Cake. What? Pumpkin, Pancake, Vanilla Cupcake. Okay. Das ist der End Cake. Okay, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Euch machen? Wie viele davon? Zwei. Wow. Ich habe nicht so viel Endermans. Wie es scheint. Lost City. Brewing Stand. Kann ich machen. Gut. Iron Bars sollten jetzt auch nicht unbedingt die Geschwierigkeit sein für mich. Terracotta. Habe ich Clay? Machen wir 64 Terracotta. Wo ist mein Grill? Hier ist mein Grill.
So, okay. Da können wir dann gleich mal hier unten in den Filter reinsetzen, damit es abgefahren wird. Ich brauche 2 Terrakotta für den Scheißkuchen, oder? Wo ist Lost City? Ist alles oben, oder? Oh, Bricks habe ich. Habe ich keine Bricks? Clay rein, Stack. So. Jetzt brauchen wir natürlich kurz wieder Zeit, aber wir können schon mal den Twilight Cake aufstellen. Da haben wir hier unsere Cake World. Also gut, das funktioniert eigentlich relativ praktisch immer noch. Kommt nicht so viel rein, kann das sein? Steigt hier irgendwann auch mal die Zahl? 15,9. Okay. Dann kann ich doch bestimmt jetzt schnell die 2 Bricks machen, die wir brauchen. Nur alles hier rein. Dann machen wir wieder Cake. Und dann können wir den Lost City Cake machen. Irgendwie nicht, weil wir brauchen farbliches Terrakotta. Irgendeine blöde Farbe für ein Terrakotta, das sollte doch möglich sein, oder? Na gut, ich würde sagen, wir tun in der nächsten Folge uns dann die Twilight World anschauen und in der Folge drauf die Lost Cities. Ich fallen, wenn ihr lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.